Yo Freunde, was geht? Hier ist Khalid und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 18 The Journey. Ja Freunde, dies ist ein Teil, der jetzt nach einer kleinen Zeitabspanne wiederkommt. Also ich hatte 2 oder 3 eine kleine Pause gehabt, also Teil 3 oder 4. Je nachdem, welches jetzt vor dem hier kommt. Und ja, wir waren ja stehen geblieben, dass wir glaube ich zu LA Galaxy gewechselt waren. Und ja, jetzt kurz vor unserem ersten Spiel sind. Ich habe hier noch ein paar Anpassungen, aber die mache ich glaube ich erstmal später. Wie ich hier sehe, sind wir auf der guten Richtung, Richtung 80er Wertung zu kommen. Aber nichtsdestotrotz, wir arbeiten weiter hart. Und ich würde sagen, wir starten los und mal sehen, was jetzt kommen wird. So, zu Hause gegen New York City. New York. Das hört sich ja nach einem West gegen East Duell. Da kommt der Web wieder ins Spiel, aber nur auf sportlicher Ebene. Ist doch geil, oder nicht? So, Los Santos. Das ist ja der Mexikaner, der bei Barcelona gespielt hat. Der hat ja auch einen Bruder, aber ich kann mir zu 1000% sicher sein, wenn er jetzt immer noch bei der LA Galaxy spielt, ich kann mir 1000% sicher sein, da er ja Mexikaner ist, dass er Verwandte in LA hat, weil die meisten Mexikaner wohnen ja da. Also westlich, weil Los Angeles ist ja ehemaliges Land, also Kalifornien direkt, ist ja ehemaliges Mexiko gewesen, heute gehört es ja zu USA. Und ich nehme mal an, der hat da bestimmt Verwandte. Nur mal so nebenbei. Die Los Angeles Galaxy sind natürlich richtig stolz auf das StubHub Center, aber dieses kleine, aber feine Schmuckkästchen im Süden von LA, das ist auch eine sehr vielseitige Arena. Ja, Konzerte finden hier regelmäßig statt, Football, Tennis, Boxen, Leichtathletik. Gibt fast nichts, was hier nicht schon stattgefunden hätte. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir kurz einen Blick drauf. Sie treten hier heute im 4-4-2 an. Vorne also gleich zwei Stürmer. Ja, und die müssen sie in Szene setzen. Werden sie aus einer guten Grundordnung dann mit zwei Viererketten heraus versuchen. Pirlo. Abwehr hat aufgepasst. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Unaufhaltsam. Alessandrini. Da, genau. Da haben wir doch Pirlo. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Glaube ich, seine Fußballkarriere beendet. David Villa am Ball. Da ist der Ball weg. Okay, guter Pass. Alessandrini. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Also, das hätte mich dann doch sehr gewundert, wenn der reingeht. Also, der Winkel einfach zu spitz. Pirlo. Matarita. Wird's jetzt gefährlich? Spielt den Ball direkt zurück. Da steht die Abwehr sicher. Jetzt müssen sie aufpassen. Das darf man nicht nochmal machen, weil das ist strafbar. Es gibt Ecke. Was war das denn? Jetzt der Eckball. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. So groß, dass er rangekommen ist. Nicht mal Sergio Ramos zu groß. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Die Ecke hat er wirklich klasse reingebracht. Was ist denn los? Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen.
So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Hunter. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da muss er aufpassen. Morales. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Klasse Pass. Und jetzt die Chance. Gute Idee, versucht den Doppelpass. David Villa! Ja, das gibt Eckball. Ecke kommt rein. Mit Abstoß geht's weiter. Dos Santos. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Guter Ball nach draußen. Jetzt könnte der Pass kommen. Da holt er den Ball zurück. Und jetzt David Villa. Jones. Da wäre Platz für den Konter. Alex Hunter. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Matarita. Pirlo. Ring. Die kurzen Pässe jetzt, sehr ballsicher sind sie da. Sie haben natürlich auch die Führung im Rücken. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Sehr schöner Pass. Das könnte gefährlich werden. Sehr schön. Jetzt vielleicht. Hunter! Der Ausgleich, jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Matarita. So, was machen Sie draus? Jetzt kann er flanken. Da geht er dazwischen. Kein Team hat bisher... Jetzt der Eckball. So, liebe Zuschauer, weiter geht's hier im StubHub Center. Der zweite Spielabschnitt geht los. Das könnte die Chance werden. Und jetzt David Villa. Alexander Ring. Das gibt jetzt Abstoß. Dos Santos. Komm schon. Alex Hunter. Ah, Mist. Jetzt müssen Sie aufpassen. Guter Zweikampf. Da muss er flanken. Erstmal keine Gefahr. Der Ball ist draußen, gibt einen Eckball. Jetzt der Eckball. Ball ist weg, aber geht da noch was? Ja. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Da gibt er zurecht. Freistoß. So an den Ball und lenkt ihn über das Tor. Da hat er super reagiert. Weiter also unentschieden. LA mit dem Wechsel. Da kommt die Ecke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Alessandrini. Und direkt zurückgespielt. Wird das eine Torchance? Hoppala, das war riskant, aber es ist gut gegangen. Pirlo. Oh, toller Pass, oh, gute Aktion. Und jetzt der Schuss.
bekommen eine Anweisung. Da geht die Fahne hoch, also boah, das würde ich mir gerne eine Wiederholung nochmal anschauen. Schwer, ne? Jetzt wird es den Wechsel geben. Pass auf die Außenbahn. Zades. Hunter. Ja. Da passt er auf und hat den Ball. Komm jetzt. Und der Ball wird weitergeleitet. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Sehr schön. Nein, der war so gut. Klasse Zuspiel, jetzt vielleicht. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz, starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Wechsel bei LA. Jetzt die Ecke. Giovanni dos Santos. Oh, sie lassen diese Chance liegen. Ja, so kannst du ihn natürlich nicht überwinden. Das war überhaupt nicht konsequent. Das könnte der Gelegenheit. Jetzt ist er auf und davon. Mit zwei zur Vorlage. Hätte drei einstellen können. Kein Tor. Auf Abseits entschieden. Gut gesehen. Richtige Entscheidung. Morales. Wird's jetzt gefährlich? Nein. Boah. David Villa. Junge, war das knapp. Na, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Dos Santos. Giovanni Dos Santos. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ey, besser geht's nicht schon. Der Ball ist kein Problem für den Torhüter. Oder ist der Torwart da? Er hält das Unentschieden fest. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. David Villa am Ball. Nun Andrea Pirlo. Klasse, er lässt den Verteidiger stehen. Gut verteidigt hier. Ashley Cole. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Giovanni dos Santos. Sehr schöner Pass. Sehr schöner Pass. Ja, Mann. Da ist er drin. Eine tolle Vorlage. Oh, ich glaube, das war's vielleicht schon in dieser Partie. Sehr schön. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Was für ein wichtiges Tor. Sauberer Abschluss von Giovanni dos Santos. Mexikaner. Lebend in L.A. Schauen wir nochmal drauf. Das hier könnte das entscheidende Tor heute gewesen sein. Wolf, so kurz vor Schluss kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das noch verspielen. Sandrini ist raus. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Zum Ende haben wir es geschafft. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Ja, das könnte ihre letzte Chance sein, hier zumindest noch auszugleichen. Scheint so, als kämen sie spielerisch heute nicht durch. Da jetzt der Versuch, mehr lange Bälle zu spielen. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Sie haben effizient gespielt und daher nicht unverdient gewonnen, oder Buschi? Ganz genau, Ballbesitz allein reicht eben nicht. Was sie mit dem Ball gemacht haben, war im entscheidenden Moment einfach besser. Der Sieg geht daher in Ordnung. Jetzt der Eckball. Jetzt vielleicht. Hunter!
guter Pass, gute Aktion. Und jetzt der Schuss. So, Freunde, wir haben es geschafft, wir haben gewonnen. Mal gucken, ob es jetzt Interviews gibt. Ne, doch nicht. Und ja, 78er-Rating haben wir geschafft. Wir haben 2-1 gegen die East Coast gewonnen, besser gesagt. Genau. Und ja. Wir sind jetzt erstmal für heute Schluss. Heute ist erstmal bis hierhin Schluss. Und ich bedanke mich bei jedem, der bis hierhin zugeguckt hat. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mir einen Daumen nach oben da, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Und zusätzlich gerne ein Abo da lassen, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Und ja, Freunde, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin draußen, euer Felix und ciao.